Weil ich wäre vorher echt noch mal ganz gern zur Zitadelle geflogen, bevor wir jetzt hier was auch immer machen. So, Horizon. Das ist eine typische Terminus-Kolonie. Morden, sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch. Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Seeker-Schwärmen. Freue mich aufs Wiedersehen, falls Sie überleben. Scheiße, ey. Kollektorwächter, okay. Ja. Hey, komm schon. Nehme Deckung. Hier. Die Barrieren. Standardbarrieren. Ich leg euch alle um. Ja, ab in Deckung, ab in Deckung. Okay, 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 okay. Boah, Jack, Vorsicht. So. Interessant hier. Diese Viecher da. So. Okay, das ist ein bisschen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Fähigkeiten hier oben. Da muss man sich natürlich erstmal durchfummeln. Kann man das nicht irgendwie umlegen hier, umpositionieren? Dass man das hier auf zack setzt, so. So, zack, auf das auf 4 und dann haben wir hier 1, 2 und 3. Am besten 1 wäre Sturm, 2, genau, 2 ist ziehen und hier haben wir dann später nur die Muni. Okay. Das sieht doch gut aus. So, Schläfchen ist nicht hier, wa? Boah, die halten natürlich auch ganz schön was aus hier. Die Freunde. Boah, voll verbrannt. Okay, ich hoffe mal das Beste jetzt hier. Für unsere Kolonie, unsere menschliche Kolonie, die hier in Gefangenschaft gerade liegt. Oder irgendwas. Die Daten verhacken. Haben wir sonst nichts zu tun gerade. Da kann man das mal eben machen. So, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Da, ne? Okay. Ja. Wie gesagt, so ganz gefällt mir das jetzt noch nicht hier, dass wir diese Mission hier gerade anstreben, aber vielleicht ist das, es ist jetzt wahrscheinlich so eine Art Mitmischen. So eine Main-Mission. Aber das hier wird auch nicht die letzte aller Missionen sein. Die Kollektoren blockieren uns anscheinend. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Was war das denn? Okay. Oh, Scheiße. Wir haben schwere Waffen. Oh ja. Ach du Scheiße, Zombies oder was? Nimm das! Pass auf, pass auf. Ja, super. Jack hat ungefähr dieselben Fähigkeiten wie wir, glaube ich. Hätte es mir glauben sollen. Jetzt geht's auf den Grill. Okay. Scheiße, Scheiße, Deckung, Deckung, Deckung. Wow. Okay, warte. Glück im Unglück. Wenn ich draufgehe, werde ich sie heimsuchen, Shepard. Komm her! Boah, Scheiße, ey. Brauchen wir irgendwie eine Idee. Die sind gerade so ein bisschen stark. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Kam das Geth-Zeug nicht von der Sovereign? Dann hatte ihr Unbekannter recht. Die Kollektoren müssen wohl für die Reaper arbeiten. Mhm, na klar. Das haben wir uns auch schon selber gedacht. Beziehungsweise, das war ja schon fast klar. Sieht irgendwie menschlich aus. Ist das einer der Kolonisten? Nein, auf Eden Prime wurden die Opfer auf riesige Pfähle gesteckt, um sie zu Husks zu machen. Sowas habe ich auf Horizon nicht gesehen. Die Kollektoren hatten die Husks also schon und haben die Kolonisten aus einem anderen Grund lebend verschleppt. Hm.
Aber aus welchem? Lebende Opfer, wie grausam. Die Kollektoren führen bestimmt irgendwelche Experimente an den Kolonisten durch. Was sie wohl vorhaben? Klingt fast noch schlimmer als das, was Cerberus mit mir gemacht hat. Das werden wir rausfinden, wenn wir sie aufhalten. Ja, aber ein bisschen anders sahen die schon aus, ne? Ich erinnere mich vage. Das sind nicht die gleichen Kreaturen, gegen die ich auf Eden Prime gekämpft habe. Sie sind fortschrittlicher, weiterentwickelt. Sie sterben aber immer noch, wenn man sie erschießt. Tja, nun ja, nichts wie los, oder? Die Kollektoren dürfen nicht mit noch mehr Opfern davon kommen. Wir greifen ein. Wie Sie meinen, Boss. Der Kampf hier ist gerade sehr schwer. Das Problem ist auch, dass Jack hat exakt dieselben Fähigkeiten eigentlich wie wir, ne? Ziehen und Schockwelle. Also Jack können wir eigentlich nicht in unserem Kampfteam gebrauchen. Da brauchen wir schon Mordin oder da brauchen wir irgendwie... Was haben wir denn hier? Ja, er hat ja auch hier Betäubungsschuss. Garrus könnte man halt gegen Grunt immer ganz gut tauschen, immer abwechselnd. Friedlich. Ja, und Tali brauchen wir mal wieder, ey. Normalerweise brauche ich jede Menge chemische Mittelchen, um nicht zu werden. Okay. Super, Betäubungsschuss 1A. Okay, danke. Das ist keine gute Idee. Leg, Miststück! Schleichen uns von hinten an. Boah, scheiße, mein Sterben, Freunde! Ich bin getroffen, ey! Scheiße, Mann, diese Kollektoren, die sind ganz schön heftig, ey. Auch ich persönlich nehme gerade schon Schaden. Mein Körper ist schon richtig aufgesaugt worden, richtig ausgelaugt. Oh Mann, wo? Wo bist du? Ratschuss! Ich weiß echt nicht, was das für Viecher sein sollen. Die machen echt einen ganz komischen Eindruck, ne? Ja, ein bisschen Munition hier. So, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Freunde. Kaffee holen oder was? Na, da lang. So, und das mit den Dings, mit den Fähigkeiten oben, muss ich auch nochmal gucken, ob das alles so gut ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja auf 5 und 6 unsere Kryo- und Brandmuni. Dann haben wir jetzt auf 1 haben wir Sturm, das ist natürlich immer ganz gut. Auf 2 haben wir Ziehen und auf 3 ist die Schockwelle. Boah, was ist das denn, Alter? Was haben wir denn hier? Achso, ein Stase, alles klar. Was ist das? Ein Stasefeld? Macht sie hilflos, aber nicht bewusstlos. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Naja. Wir werden da auch wahrscheinlich noch ein bisschen länger verweilen in diesem Zustand. Computer hacken, okay. Was haben wir hier? Zack. Grün in der Mitte, grün in der Mitte. Wo bist du? Grün in der Mitte. Grün in der Mitte. Kein Grün. Supergrün, aber nichts. Oh, was haben wir hier? Was ist das? So, aber jetzt haben wir den letzten natürlich hier nicht. Schade. Ah, gerade noch so. Gerade noch so, Freunde. Ey, boah, haben wir richtig Glück gehabt. 2000 Credits. Das ist die Kolonie Horizon. Guck mal ganz kurz hier im Codex nach. Die Horizon ist eine typische Terminus-Kolonie von minimalem touristischen Interesse, verspricht jedoch lohnende ökonomische Möglichkeiten. Vor allem im Bereich neuer Produkte für die Menschen und beim Handel mit der turianischen Hierarchie. Nach erster Erforschung vor 18 Jahren begann 4 Jahre später die Kolonisierungsphase. Die fertige Kolonie ist mittlerweile 8 Jahre alt. Gesegnet mit grünen Wäldern und Frischwasser im Überfluss, pflegt Horizon eine koloniale Kultur, die als Zuflucht vor den immer zahlreicher werdenden Einschränkungen der von der Citadel geführten Gesellschaft großen Zuspruch findet. Horizon hat zahlreiche Dissidenten, Außenseiter und Sonderlinge aus dem gesamten Gebiet der Allianz angezogen. Ja, das ist doch sehr interessant. Turianische Hierarchie. Krass. Ja, das ist auf jeden Fall der Planet, auf dem wir uns jetzt gerade befinden hier.
Kann man mögen, muss man aber nicht. Was haben wir hier? Soll das denn jetzt sein? Okay. Ist er hier lang? Ist hier wieder runter? Alles da, siehe. Was haben wir hier? Partikelstrahler. Okay, was ist das denn? Kollektoren Partikelstrahler erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe benutzen. Shepard. Okay, sehr nice. Haben wir direkt in der Hand. Ist das eine schwere Waffe wahrscheinlich? Kollektoren Partikelstrahler. So eine schwere Waffe. Ja, bin ich ja mal gespannt. So, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Ist hier noch irgendwas? Da kommen die Kollektoren. Ich übernehme die direkte Kontrolle. Okay, was hat das damit auf sich? Wir übernehmen die Kontrolle. Okay, Vorbote. Kein Problem. Das tut ihnen weh. Oh, scheiße. Kannst du hier den Betäubungsschuss einsetzen? Ja, wir brauchen den Partikelstrahler. So, was jetzt? Okay. Was für ein Strahler, ey. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was ist hier los? Was ist hier los? Rüber, rüber, rüber. Okay, 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 okay. Vorsicht. Jetzt überstürzen hier. So, was haben wir denn hier? Ziehen. So, ich mach mal hier. Hier sind die Vorboten ihres Schicksals. Okay, okay. Wow, fuck, 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 ich bin in der Höhe. Oh, Freunde, ich wurde hochgehoben oder ich bin darauf gejumpt oder irgendwas. Scheiße, wir müssen den Vorboten töten. Ah, fuck, ey. Der Vorbote hat uns platt gemacht. Aber es war gerade auch ein bisschen Dummheit. Ich hätte weiter hinten in Deckung stehen bleiben müssen. Und da nicht drauf zustürmen oder sonst was. So, kennen wir ja bereits. Ab in Deckung, ja, ab in Deckung. Wir sind Vorboten. Und die Vorboten brauchen ja. Wir haben die Schilde verloren. So. Hier schön Betäubungsschuss, geht das? Auf den Boden, sofort! Sauber. Wurde allerdings gewechselt. So, er hat seine Form wahrscheinlich irgendwie verändert. Nimm das! So. Er hat ordentlich Wumms hier, die Knarre. Haben wir denn hier? Partikelknarre. Wir bleiben mal hier zu unserer Deckung am besten, wa? Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ja, der Partikelstrahl ist, glaube ich, echt mächtig. Übernehme direkte Kontrolle. Gehen wir hier rüber. Nichts hat gegen uns bestand. Bisschen verteilen, ne? Ich weiß, dass sie das spüren. So, wo bist du? Wo bist du? Okay, der ist selten gerade. Sich nicht widersetzen. Ja, alles klar. Komm zurück, komm zurück. Okay, Vorbote. Scheiße. Entdeckung, Mann, Entdeckung. Okay, der ist weggeportet. Scheiße, Mann. Wo ist der? Wo ist der? Ab das Ziel. Ja, ja, ich duck mich ja schon. Komm hier. Runter, runter, runter. Okay, 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 okay. Irgendwo hier muss er doch sein. Oder was? Hallo, wo bist du? Geh mal hier rein. Da ist hier irgendwas.
Ah, hier Energiezellen. Okay. So, er hat sich wohl aus dem Staub gemacht. Er hat Angst vor uns. Aber wer weiß, wo er sich rumtreibt hier. Geh mal hier rein. Ja, hier ist auch nichts. Computer ist da oben noch einer. So. Ja, ist doch gut. Ah, da hinten irgendwo lang. Hier rechts. Ah, hier lang. Mhm. So, schauen wir mal, was hinter dieser Tür verborgen liegt. Okay, wir müssen erstmal hier scannen. Zack, zack. Boah, ist hier los, ey. Ich hab grad voll keinen Überblick. So, wo ist das C? Hier. So, der letzte war hier, ne? Super. Das hätten wir, Freunde, das hätten wir. So, was ist hier? Okay, hier müssen wir rein. Bin mal gespannt. Wow. Gesellschaft, kommen Sie da raus! Sofort! Wer ist da? Ein Techniker? Sie sind ein Mensch! Oh ja. Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher! Hä? Beruhigen Sie sich. Ich habe einen Weg freigeräumt. Sie können von Glück reden, dass Sie jetzt nicht im Frachtraum eines Kollektorenschiffes hocken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ich dachte, die wären nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Scheiße, Mann. Wer bist du? Wie heißen Sie? Und was ist Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Delan, Mechaniker. Ich wollte hier unten nach dem Hauptraster sehen, nachdem wir unsere Kommsignale verloren hatten. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Chief Williams hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Wir kriegen das hin. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Okay, ja, dann soll er mal uns helfen. Sie kennen die Kolonie und die Ausstattung. Sie kommen besser mit uns. Kommt überhaupt nicht in Frage. Sie wären vermutlich nur im Weg. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich lasse Sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter Ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen. Irgendwas sagt mir, dass er sterben wird. Ich weiß aber noch nicht was. So. Okay, was haben wir hier? Miniertes Platin, okay. Waffenspind. Das ist ja alles gut soweit. Ein bisschen Munition hier einsammeln. Okay, Freunde, dann brechen wir mal auf hier. Zur nächsten Mission. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen hier irgendwie die Verteidigungstürme errichten. Der Vorbohrte ist auch noch nicht. Oh. Wenn ihr über die Partikelstrahl hier. Oh. Was ist das denn, Alter? Bisschen OP, die Waffe, ne? Nee, das ist aber gut. Das ist sehr gut. Was ist das denn? Ja, das ist der Vorbote. Schild ist unten. Deckung, Deckung. Was passiert hier, Mann? Sind wir eingefroren oder was? Ja, das war wohl nicht so klug. Auf den Boden, sofort! Wow.
Okay, Freunde, wir müssen jetzt hier irgendwie weiterkommen. Scheiße, Mann. Echt gefährlich, ne? Wir müssen mal die Waffen wechseln eben. Vielleicht brauchen wir den ja gleich noch. Die fette Wumme. Toter Kollektor. Das nehme ich mit. Was haben wir hier? Biotischer Schaden. Okay. Wieder eine kleine Forschungseinrichtung. Warum sehen wir eigentlich nur so weniger gefrorene Menschen? Wurden vermutlich mittlerweile auf das Schiff der Kollektoren verladen. Ich nehme an, sie sind hier fast fertig. Okay. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwas Spannendes? Computerzugriff? Ah, okay. Wir müssen wir lang hier lang, oder was? Ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall sind die meisten Menschen wahrscheinlich hier schon fort. Und jetzt ist die Frage, wo wir diese Vorrichtung finden. Guck mal kurz hier auf der Karte. Ah, hier ist eine Tür. Da müssen wir wahrscheinlich rein. So. Schauen wir doch mal. Okay, wir hacken wieder. Hacken ist unser Leben. Hacken. Das ist das Ding. Hacken. Das wollen wir geben. So, warte mal hier. Links, rechts, Dreierloch, ne? War das? 1, 2, 3. Okay, Freunde, ich bin einfach der Profi, Mann. Ich bin einfach der Ultra-Profi beim Hacken. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Oh, erstmal hier eine Position gerade suchen. Was für ein riesiges Schlachtfeld, ey. Hier. So. Ja, ja, ich mach mich ja schon. Okay. Oh, falsche Waffe. Nehmen wir mal die hier. Boah, was ist das denn? Ableger. Partikelwaffe ist echt stark. So, okay, los geht's. Feuer. Oh oh. Scheiße, 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 weg, weg, weg. Boah, Alter, wo sind denn die anderen? Schon down. Kein Problem. Weg da, weg da, weg da. Weg da, so. Aber unsere Knarre macht auch echt mega Bums, ne, also. Diese Ableger haben echt viel Energie. Da ist der Transmitter. So, wo ist er? Krass, ey, was für eine Mission hier auch, ne? Ey, boah, guck mal, da hinten ist ein fette Teil. Schon wieder hacken, ey, boah. Wir das hier noch hinkriegen heute, ey, wer weiß. So, was haben wir jetzt hier? Nochmal das kleine weiße Feld. So, keinen falschen Weg gehen. Das sieht doch gut aus hier. Jetzt das große Grüne. Hm, okay. Da täten wir, Freunde. Da täten wir. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Okay, Arschtritte für Kollektoren. Hilfe bei den Türmen nötig.